Irgendwann am Ende letzten Jahres habe ich euch verraten, wie unglaublich unhygienisch In-Ear-Kopfhörer sind. Falls ihr es vergessen haben solltet, sehr. Da habe ich euch auch die FN6-Kopfhörer von LG vorgestellt, die sich selbst mit UV-Licht reinigen können. Auch wenn ich die jetzt nicht unbedingt schlecht fand, störte nicht nur mich, sondern auch einige von euch eine Sache gewaltig. Nämlich, dass sie keine aktive Geräuschunterdrückung besitzen, was nicht mehr Stand der heutigen Dinge entspricht. So, vor einigen Tagen habe ich dieses Päckchen von LG zugesendet bekommen. Es sind die Nachfolger der FN6, die FN7 Tone Free mit, yay, einer Geräuschunterdrückung. Aber schauen wir uns die Dinger doch erstmal genauer an. Okay, sowohl die Außenverpackung als auch das Innere scheint identisch mit dem Vorgänger zu sein. Ich habe hier aber diesmal nicht das schwarze Modell, sondern das weiße Modell erhalten. Die sehen richtig, richtig shiny aus. Im Vergleich zu der matten Version ist das hier nämlich glänzend. Beim schwarzen hatte man so eine Softtouch-Beschichtung drauf gehabt, die sich in der Hand super angenehm sich angefühlt hat. Das weiße Modell finde ich aber irgendwie schöner, muss ich zugeben. Also die Entscheidung, das schwarze Modell matt und das weiße glänzend zu machen, ist genau die richtige Entscheidung gewesen. Beides fühlt sich auf jeden Fall mega hochwertig an. Okay, aber kommen wir kurz zum Inneren. Was hat sich überhaupt geändert? Oder nee, sagen wir, was hat sich nicht geändert, denn die FN6, also die Vorgänger, hatte ein unglaublich geniales Alleinstehungsmerkmal gehabt. Kann nämlich für diejenigen interessant sein, die das erste Video von mir nicht gesehen haben. Die Tone Free besitzen nämlich ein absurd geiles Feature. Ob das jetzt nun ein Gimmick oder Feature ist, lasse ich jeden von euch selber entscheiden. Für mich ergibt diese Besonderheit gerade bei Kopfhörern absolut Sinn. In diesem Case befindet sich nicht nur eine schöne blaue LED, sondern auch ein UV-Licht, welches sich aktiviert, wenn man das Case schließt und anschließt. Das Ganze reinigt dann so gesehen die Kopfhörer da, wo es so richtig eklig wird und tötet die ganzen Keime und Bakterien, die sich an den Ohrstücken befinden. Nützlich, vor allem für Sportler oder Menschen, die gerne mal mit den Kopfhörern einschlafen, so wie ich. Denn dann vermehren sich die Keime im Ohr nochmal abartig. Unglaublich viel schneller. Mein FN6 habe ich deswegen einen sehr, sehr guten Freund geschenkt, der vom Beruf her Tänzer ist und die Reinigung der Hörer deutlich besser gebrauchen kann als ich, der nur vorm Computer arbeitet. Bis auf die Optik hat LG aber auch so einiges verändert und verbessert, was mich bei den Vorgängern sehr gestört hat. Angefangen beim Wichtigsten, der Sound. Als allererstes, bevor ihr diese Dinger benutzt, nehmt diese Stöpseln ab und macht eine Größe größer, als ihr normalerweise benutzt. Denn erst dann klingen sie auch so, wie sie klingen sollte. Ach ja, ganz kurz zu diesen Aufsätzen. Mir ist aufgefallen, dass hier so ein fancy Muster drauf ist. Und ich habe mich gefragt, ob das Ganze auch einen Nutzen hat. Und tatsächlich ja. Das Spiraldesign verteilt den Druck gleichmäßiger, was in den Ohren nicht nur besser liegt, sondern auch vor allem bequemer als die Vorgänger sind. Auch wenn es sich nicht so anfühlt, sie sind wirklich unglaublich fest im Ohr verankert. Oh, das war zu viel. Gott. Okay, zum Sound. Der Sound ist jetzt im Vergleich zum Vorgänger hörbar klarer. Die Höhen sind immer noch ein bisschen dünn und schwach ausgeprägt. Das kann man aber tatsächlich in der App ziemlich gut anpassen, wenn man den Meridian Sound aktiviert. Ich habe jetzt öfter gelesen, dass viele das Ganze kritisieren, aber für mich klingt das alles durch den Equalizer deutlich klarer und direkter. Unter anderem sind die Hörer auch schon mehrfach ausgezeichnet worden. Ich weiß beim besten Willen nicht wieso, aber durch das Aktivieren von ANC klingt der Bass einfach viel besser und viel satter. Das ANC selbst ist okay, es reicht auf jeden Fall, um gleichmäßige Töne, wie zum Beispiel jetzt ein lautes Lüftergeräusch, gezielt zu blockieren. Aber es fühlt sich jetzt nicht unbedingt so an, als würde ich mich jetzt in eine Höhle zurückziehen, um komplett von der Außenwelt abgeschottet zu sein. Was ich aber hingegen wirklich super finde, ist der Transparenzmodus. Jetzt nicht unbedingt, weil es etwas Neues, Innovatives ist, sondern gerade in meinem Fall, gerade bei diesen Kopfhörern, absolut notwendig gewesen. Durch den größeren Aufsatz habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich komplett von der Außenwelt abgeschottet war. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber mich stört sowas unterwegs. Deswegen habe ich es mir so sehr gewünscht, dass sie mit der aktiven Geräuschunterdrückung auch einen Transparenzmodus mitgeben. Wenn man das Ganze nämlich aktiviert, bekommt man nämlich alles von der Umgebung mit. Und hier hat LG das relativ gut gelöst, denn es klingt nicht unbedingt so, als würde man alles durch ein lautes Mikrofon hören, sondern es kommt alles wirklich natürlich rüber. Also wie gesagt, der Sound klingt zwar besser als die Vorgänger, aber weiterhin nicht so wie Kopfhörer, die 200 bis 300 Euro kosten. Muss es in meinen Augen aber auch gar nicht, denn wenn man bedenkt, dass diese Selbstreinigungsfunktion gerade für Menschen mit gewissen Allergien oder bestimmten Hobbys viel mehr wert sein kann als einen perfekten Klang. Ansonsten haben sie natürlich auch alle Features, die andere Premium-Kopfhörer ebenfalls besitzen. USB-C, Touchbedienung, Wireless-Charging und was man nicht vergessen darf, ein ultra kompaktes und schönes Case. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, zu Better Love and Peace.